Wenn Sie allerdings meinen, ich würde jetzt hier eine flammende Rede gegen die Gentechnik halten, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich sehe meine Aufgabe eigentlich nicht darin, als Aktivist aufzutreten, sondern ich versuche einfach nur, das darzustellen, die Erfahrung, die ich in den 8 Jahren, wo ich die zuständige Arbeitseinheit innerhalb der Bundesregierung in diesen Gentechnikfragen geleitet habe, dass ich Ihnen darstelle, was meine Erfahrungen sind, und dann überlasse ich das Ihnen, daraus Ihre Konsequenzen zu ziehen, ja oder nein. Als ich da angefangen hatte in dem Ministerium, und dann habe ich zuerst Lebensmittelkennzeichnung 2 Jahre gemacht, darüber könnte man eigentlich auch mindestens einen ganzen Tag drüber diskutieren, das heißt eigentlich nicht diskutieren, irgendwie bin ich sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, das Ganze ist eine institutionalisierte Verbrauchertäuschung, aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Dann habe ich dieses Referat Gentechnik übernommen und fand das am Anfang eigentlich eine ganz pfiffige Sache, weil ich mir sagte, naja, das klingt doch wunderbar, was kann denn daran eigentlich falsch sein? Im Gegenteil, was die Menschheit macht seit Jahrtausenden eigentlich nichts anderes als Pflanzenzüchtung. Das heißt, das Genom von bestimmten Nutzpflanzen so zu optimieren, dass es möglichst ertragreich ist und möglichst widerstandsfähig ist oder daraus eben den Kompromiss zu finden. Das machen die Menschen seit Jahrtausenden. Was bitte ist denn dann bei der Gentechnik anders? Nun, es ist eigentlich nichts anderes als eine besondere Art der Saatgutzüchtung, mit dem Unterschied, dass man halt nicht innerhalb eines Genoms bleibt und guckt, jetzt haben wir verschiedene Weizensorten, fällt er aus? Ich versuche es einfach, achso, okay, jetzt ist wieder da. Und dann sieht, welche sind die ertragsreichsten, und diese Linien züchtet man weiter. So, sondern bei der sogenannten grünen Gentechnik versucht man woanders eine bestimmte Eigenschaft aus einer anderen Pflanze, einem Bakterium, das kann auch mal aus dem Tier sein, irgendwann werden wir auch mal Eigenschaften aus dem menschlichen Genom rausschneiden und in andere Genome einpflanzen. So, damit man bestimmte Eigenschaften, die man glaubt, in dem Genom nicht zu finden, nun dort reinkreuzt und dann hinterher weiter züchtet mit diesen Eigenschaften, die eine Pflanze vorher noch nicht hatte. Ich finde, das klingt erstmal unheimlich pfiffig und fand eigentlich immer, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Na klar, es liegt auf der Hand, dass bei jeder Form von Züchtung wissen Sie nicht, was zum Schluss daraus kommt. Ne? Also es kann plötzlich, kann es durch Mutationen Veränderungen geben, dass eine bisher völlig ungefährliche Pflanze durch bestimmte Interaktionen von Genen plötzlich ein Eiweiß entwickelt, was vielleicht für Menschen, für Tiere oder sonst für Insekten schädlich ist. Das kann bei der normalen Pflanzenzüchtung natürlich auch passieren, rein theoretisch. Die Biologen sagen mir, nichts kann man ausschließen in diesem Bereich. Es liegt allerdings eben auf der Hand, glaube ich, wenn Sie eben Gene aus einer anderen Pflanze, aus einem anderen Genom vielleicht, oder wie wir das hier zum Teil ja auch haben, aus anderen Bakterien dort einpflanzen, dass dann das Risikopotenzial, dass da irgendwas schief geht, deutlich größer ist. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, als ob da also mit chirurgischer Präzision irgendwo ein Gen genommen wird, rausgenommen und das andere eingesetzt wird. Nee, in Wirklichkeit ist das nicht so. Das wird zwar gerne so dargestellt von Wissenschaftlern, aber es ist nicht so. Letzten Endes ist es nicht viel anders, als ob Sie mit einem großen Schrotgewehr in ein schwarzes Zimmer reinschießen und hinterher mal gucken, was Sie getroffen haben. Und wenn die Schrotkugeln genug waren und fein gestreut, dann trifft man auch das, was man eigentlich treffen wollte, sodass man dann bei den vielen Pflanzen, die man hinterher daraus entwickelt, eine hat, die tatsächlich diese Eigenschaft dann an der richtigen Stelle übernommen hat. Was Sie allerdings eben nicht wissen und erst ganz vorsichtig raustesten müssen, ist, welche anderen Schrotkugeln woanders was noch getroffen haben. Das ist gerade das große Risiko bei der Gentechnikzüchtung. Dem trägt man allerdings im Prinzip dadurch Rechnung, dass man eben sagt, okay, mit gentechnisch veränderten Pflanzen kannst du nicht, wie mit anderen
Saat mit normaler Pflanze, klassischer Pflanzenzüchtung entwickelten Pflanzen einfach so in die Umwelt gehen und dann das munter vor dich hin anpflanzen und dann auch hinterher noch an die Menschen verkaufen. Sondern ihr müsst ein spezielles Zulassungsverfahren durchlaufen und in diesem Zulassungsverfahren wird dann alles geprüft, was eventuell passieren kann. Soweit, so gut. Also im Prinzip kann man sagen, erhöhtes Risiko, deshalb erhöhte Sicherheitsprüfung. Wenn das alles so wäre, könnte man sich zurücklehnen und sagen, ist ja toll. Nur meine Erfahrung hat eben gelehrt, dass es so toll in der Praxis dann doch nicht ist. Man muss sich dann nämlich tatsächlich angucken, wie wird denn da geprüft, die Risiken? Und nach meiner Erfahrung fast noch wichtiger, wer prüft eigentlich die Risiken? So, und da muss ich Ihnen ganz offen sagen, hat mich eigentlich die Erfahrung der Jahre gelehrt, dass das so überzeugend letzten Endes auch nicht ist. Zum einen, wer prüft? Ja, prüfen, da setzen sie natürlich dann wissenschaftliche Gremien hin. Das ist ein europäisches wissenschaftliches Gremium. Wir haben auch ein wissenschaftliches Gremium hier in Deutschland, die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit. Da sitzen Wissenschaftler drin, da sitzen auch andere Vertreter drin, auch von Verbrauchern und so. Und also alles hochkompetente Leute. Nur wenn Sie dann mit den Einzelnen reden und sich dann angucken, wie die agieren, dann sehen Sie natürlich, ja, gentechnikkritischer Sachverstand ist da eigentlich nicht. Es wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, wenn Sie sagen, wir wollen die hochspezialisierten Wissenschaftler, die sich in Gentechnik auskennen haben, und dann versuchen, Leute zu finden, die 20 Jahre lang nichts anderes in ihrem Leben gemacht haben als Gentechnik und dann vielleicht auch noch kritische Distanz zu ihrem Forschungsthema haben. Das finden Sie nicht. Wenn Sie dann auch, ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt. Ich beschäftige mich auch nicht 20 Jahre mit irgendeinem Thema, wo ich im Grunde genommen tief in meines Herzens annehme, dass das ein Schaden für die Menschheit ist. So, und dann ist es eben auch so, diese Wissenschaftler fangen in einem Universitätsinstitut an, haben Beraterverträge mit der Industrie, arbeiten dann mal in einem Industrielabor, gehen dann wieder in die Wissenschaft, arbeiten an einer Universität. Das sind bestimmte Seilschaften. Sie haben dann vielleicht auch europaweit vielleicht auch nur einen Pool von 50 bis 70 hochspezialisierten Wissenschaftlern, die Sie in all diesen Gremien immer wieder treffen und die sich alle kennen und alle miteinander mal gearbeitet haben. Und das ist ganz normal, dass dort also ein, ja, wie soll ich sagen, dass diese Damen und Herren, dass man denen nicht nachsagen kann, sie würden besonders kritisch mit ihrem Forschungsgegenstand umgehen. Also das ist das eine. Dann haben Sie natürlich auch die Forschungsstruktur bei uns in der Bundesrepublik. Und nicht viel anders ist es in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch. Das heißt, die Forschung, auch die Forschung in unabhängigen Forschungsinstituten, Max-Planck-Gesellschaft oder eben Universitätsinstitute, hängt letzten Endes davon ab, von Industriegeld. Das sind die sogenannten Drittmittel. Das heißt, auch die soll man auch einwerben. Ja, und dann haben Sie irgendwo ein Forschungsinstitut und ja, wenn die arbeiten wollen, brauchen Sie immer mal wieder Aufträge auch aus der Industrie. Und Sie können sicher sein, wenn Ihr Forschungsinstitut meinetwegen im Rahmen einer Zulassungsprüfung zu dem Ergebnis kommt, also diese Pflanze, das ist irgendwie nicht so richtig sicher. Ja, da können Sie davon ausgehen, dieses Institut wird aus der Industrie nie wieder einen Auftrag bekommen. So, das überlegt sich natürlich jeder. Ich will auch nicht sagen, dass da irgendwo bestochen oder irgendwas dieser Art wird, dass Wissenschaftler dann wissentlich Ergebnisse fälschen oder tricksen oder so. Aber man muss einfach sehen, diese wissenschaftlichen Untersuchungen laufen ja nie auf die Frage Ja oder Nein, Risiko, kein Risiko hinaus, sondern das sind hochspezialisierte Geschichten, wo Sie beispielsweise Fütterungsversuche machen. Und dann müssen Sie sagen, ja gut, dann wie füttere ich Bienen, wie füttere ich bestimmte Käfer oder andere Insekten?
Und dann hinterher untersuchen Sie die Ergebnisse. Entweder wenn Sie Mäuse füttern, hinterher schneiden Sie die auf, wiegen und betrachten die Organe und so weiter und so fort. Da bekommen Sie nie ein Ergebnis schwarz, weiß, rot, grün oder irgendwas. Sondern Sie haben dort Zahlen, Sie haben Statistiken, wo Sie zum Schluss sagen müssen, tja, ist das jetzt eine Folge beispielsweise der gentechnischen Fütterung oder ist das das, was man die übliche biologische Varianz nennt? Kein Mensch und kein Tier hat gleich schwere Lebern. Es gibt welche Tiere mit großen, kleinen und mittleren Lebern und so weiter. Dann müssen sie irgendwelche Mengen bilden, Schnitte, Durchschnitte. Also es ist eine hochkomplizierte Sache, wo Sie irgendwann vor der Frage stehen, ist das Glas nur halb voll oder ist es halb leer? Physikalisch, chemisch ist der Eichstrich genau an derselben Stelle. Aber nenne ich das halb voll oder nenne ich das halb leer? Auch wenn Sie Versuchsdesign machen bei solchen Risikoprüfungen, die können Sie so anlegen, die können Sie auch anders anlegen. Wenn Sie den Auftrag von einer großen Chemiefirma bekommen, bitte prüf doch mal nach, oder weist doch mal bitte nach, dass hier kein Risiko besteht. Ja, dann werden Sie natürlich auch gerne ein Versuchsdesign wählen, wovon Sie eher ausgehen können, dass es tatsächlich zu dem gewünschten Ergebnis führt. Also ich will damit einfach nur sagen, so ganz einfach ist das nicht. Und wir haben leider das Problem der Rechtslage in der Europäischen Union. Wenn ein solches wissenschaftliches Gremium, bei uns in der Europäischen Union heißt das EFSA, wenn das sagt, also wir sind der Ansicht, dass also da auch kein größeres Risiko als besteht bei dieser Pflanze als bei einer nicht gentechnisch veränderten Pflanze, dann muss die Europäische Kommission, so ist die Rechtslage, die Zulassung erteilen. Ich finde, da ist auch ein grundsätzlicher Webfehler im System. Weil das ist nämlich letzten Endes, finde ich, eine politische Entscheidung. Diese Abwägung, wie groß darf ein Risiko sein, das ich der Bevölkerung aussetze. Das finde ich, kann nicht Aufgabe von Wissenschaftlern sein. Die werden dafür nicht bezahlt, die werden dafür auch nicht gewählt. Die kann man auch nicht wieder abwählen. Und das, finde ich, gehört tatsächlich in die Hand von Politikern. Die haben die Verantwortung, die sind dafür gewählt und die kann man auch wieder abwählen, wenn man der Ansicht ist, ihr habt den Gedanken des Vorsorgeprinzips nicht richtig ausgelegt. Also das ist eigentlich dann, finde ich, der erste Webfehler im System, dass man sagen kann, zwar mag Gentechnik vielleicht ganz pfiffig sein, aber eigentlich kann das nur hinnehmbar sein unter diesen Kartellen, dass sie tatsächlich eine sehr strikte, sehr zuverlässige Risikoprüfung haben, an dessen Ende hinterher eine Abwägung steht, die sich am Vorsorgeprinzip orientiert. Meine Erfahrung ist die, dass das leider nicht stattfindet. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie ich es eigentlich für richtig halte. Das andere ist, dass man sich natürlich fragt, gut, man kann ja sogar ein erhöhtes Risiko in Kauf nehmen, aber dann frage ich mich, warum eigentlich? Ich meine, wir haben im täglichen Leben nehmen wir ganz viele Risiken auf uns. Wir wissen genau, dass wir mit der Energieerzeugung unsere Umwelt verpesten. Wir nehmen es in Kauf, weil wir ein warmes Zimmer haben wollen und weil wir wissen, dass der Autoverkehr tausende Tote kostet. Wir nehmen es in Kauf, weil wir die Mobilität für richtig halten. Wir wissen, dass viele Medikamente schädlich sind. Wir nehmen es in Kauf, weil der Nutzen größer ist als der Schaden. Deshalb stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, wem nutzt denn bitte schön die Gentechnik? Ich habe lange überlegt, was bringt es denn eigentlich? So, dann fragt man sich, ja, der Verbraucher, was hat der Verbraucher davon? Da werden uns natürlich tolle Geschichten immer erzählt, wie man die Pflanzen verändern kann, dass man nicht mehr krank wird und viel gesünder und so weiter. Erstens ist das alles Zukunftsmusik. Alles, was ich bisher sehe, sind rudimentäre Sachen. Diese ganzen Versprechungen sind alle nicht eingehalten worden und ich sehe auch nicht, dass die in irgendwelcher absehbaren Zukunft eingehalten werden. Dafür ist das alles viel zu kompliziert. Ich weiß auch nicht unbedingt,
warum, für, ob es so toll sein sollte, nur in diese sogenannten Functional Food, dass man nun sagt, also wir machen ein Rapsöl und da ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren aufgrund gentechnischer Veränderung größer. Das ist gesünder. Omega-3-Fettsäuren brauchen wir ja. Gut, da sage ich mir, dann kann ich mich lieber gesund ernähren, dann ist das sowieso alles ausgeglichen. Also Defizite, die eigentlich in den Bereich Gesundheit gehören, das ist keine Aufgabe der Ernährung, die auszugleichen, sondern es ist eine Frage der Medizin. Weil in dem Augenblick, wenn Lebensmittel medizinisch, biologisch im Körper bestimmte Auswirkungen haben, haben sie natürlich automatisch auch das Problem der falschen Anwendung. Das heißt, wenn Sie von diesen bestimmten Functional Foods plötzlich zu viel essen, weil Sie sagen, so nach dem Motto, viel hilft viel, dann kann es Ihnen passieren, dass die Wohltat in Plage umschlägt. Wir hatten ein ganz typisches Beispiel, diese Geschichte mit dem Carotin, Beta-Carotin, was also auch als Vorstufe für irgendwas, ganz toll. Irgendwann hat man festgestellt, bei Rauchern ist das aber ganz gefährlich. Die kriegen möglicherweise, haben eine erhöhte Sterblichkeitsrate bei Lungenkrebs. Oh, hat aber auch viele Jahre gedauert, bis man da sowas rausgekriegt hat. Also da sind ganz viele Sachen und ich bin der festen Überzeugung, medizinische Wirkungen gehören nicht in die Lebensmittel, sondern dafür ist die Medizin da und da muss man genau gucken, wie es, da muss man auch einen Waschzettel haben. Ich habe also keine Lust, irgendwo Speiseöl zu kaufen mit einem Waschzettel und der Anwendung, wie viel ich davon am Tag zu mir nehmen darf, damit es nicht schädlich wird. Also der Verbraucher, tja, was, er könnte ja vielleicht was davon haben, dass das Nahrungsangebot billiger wird. Kann ich auch nicht sehen. Also selbst wenn die Produktion preiswerter würde, weil durch gentechnisch veränderte Pflanzen der Ertrag höher wäre und das für den Landwirt billiger wäre, glauben Sie doch nicht, dass bei uns das Kilo gentechnisch verändertes Mehl im Supermarkt billiger wäre als das andere. Sie können davon ausgehen, in dem Augenblick, wenn es mehr auf dem Markt gibt, werden die Preise fallen für die Erzeuger und für die Verbraucher wird sich überhaupt nichts ändern. Also ich sehe nicht, welchen Vorteil der Verbraucher davon haben sollte. Jetzt können wir mal nachdenken, Verbraucher nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch weltweit. Wie ist das jetzt mit der Wie ist denn das mit der Welternährung? Da werden Sie selbst in normalerweise kritischen Blättern, habe ich jetzt im Spiegel gelesen, ja, wir können doch nicht gegen die Gentechnik sein, dass wir brauchen eine Nahrungsmittelsteigerung um so und so viel Prozent, um im Jahre 2050 die Menschen noch ernähren zu können. Da können wir doch gar nicht auf die Gentechnik verzichten. So viel Schwachsinn habe ich selten gehört. Wir produzieren heute schon so viele Nahrungsmittel, dass wir auch die Bevölkerung im Jahre 2050 davon ernähren können. Wo bleibt es denn alles? Wir wissen es doch alles. In vielen Ländern dieser Welt geht schon mal 40% auf den Transport bei der Lagerung verloren. Da liegen viele Äcker brach wegen Bürgerkriegen. Da gibt es kein Wassermanagement. Da gibt es überhaupt uraltes Saatgut nur. Also da sind... Und wir machen zum Teil die Märkte mit unseren subventionierten Lebensmittelexporten, von unseren Exporten dort kaputt. Also das sind die Dinge, oder wie eben zitiert wurde, wir schmeißen 40-50% unserer schon produzierten Nahrungsmittel weg. Also das sind die Dinge, worüber wir uns unterhalten müssen, wenn es darum geht, wie ernähren wir die Menschheit im Jahre 2050. Die Gentechnik. Also da kann ich eigentlich nur drüber lachen. Selbst wenn Sie mit Gentechnik, mit den Produzenten reden, keiner kommt auf die Idee, Ihnen mehr zu versprechen als vielleicht eine Produktionssteigerung von 10-5%. Ja, und was brauchen wir eigentlich wirklich? Also da sehen Sie, selbst wenn das alles stimmen sollte, ist also wirklich der Beitrag für die Welternährung, ich würde sogar sagen, gemessen an den Nachteilen, die Sie dadurch auch haben, auch in Entwicklungsländern, wirklich zu vernachlässigen. Wir sehen in Entwicklungsländern zum Teil die Probleme, die die Gentechnik macht, wobei es nicht Probleme, spezifische Probleme dieser Technologie sind, sondern die Begleitprobleme, die mit dieser Technologie einhergehen, dass da, wo Sie in Indien zum Beispiel
oder auch in Asien 30, 40 verschiedene Pflanzen bei Reis haben. So, die natürlich alle regional angepasst sind, wo die Landwirte ihr Saatgut von Jahr zu Jahr untereinander immer ein bisschen austauschen, weil sie genau wissen, auf diese Art und Weise kommen sie mit den Schädlingen besser zurecht. Wenn dort die Großen reingehen, Monsanto, die entsprechenden nationalen Töchter, und drücken ein oder zwei Saatgutsorten in diese Märkte, dann sehen wir, in einigen Bereichen schnellt die Produktivität um 30-40% in die Höhe, in anderen Bereichen sinkt sie. Das ist aber, dass jeder, der von Ihnen Landwirt ist, weiß genau, wenn Sie für den ganzen, weiß ich, indischen Subkontinent plötzlich nur noch zwei Sorten haben, das kann nicht überall das richtig, das Angepasste sein. Sodass Sie dann zum Schluss feststellen, pff, der Ertrag steigt ja gar nicht. Oder er steigt, so wie Sie, haben wir das in den USA gesehen, in den ersten Jahren steigt der Ertrag, auch das Einkommen, weil Sie mit dem Management besser hinkommen. Aber nach einer Reihe von Jahren sinkt das immer mehr. Sie müssen immer mehr Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen. Immer mehr, immer mehr. Dann brauchen Sie wieder was Neues und dann landen wir bei den sogenannten multiresistenten Unkräutern. Und dann, ja, dann müssen Sie plötzlich die Landarbeiter aufs Feld schicken, um diese Unkräuter per Hand auszureißen. Gut, kann man sagen, das schafft in den USA Arbeitsplätze für mexikanische Einwanderer. Aber eigentlich war das ja nicht so der Sinn der Sache. Also letzten Endes habe ich festgestellt, auch für den Landwirt ist es, abgesehen von einer Anfangsphase, wo es tatsächlich lukrativ sein kann und auch einfacher ist durch das leichtere Management, kann es also besser sein. Aber hinterher bringt es nun wirklich nicht. Leidet die Produktivität sogar, anstatt noch Vorteile zu bringen. So, wie weit sind wir denn? Jo, ich will jetzt einfach nur mal nach dieser grundsätzlichen, kurz nach den grundsätzlichen Wertung, mal kurz auf die augenblickliche politische Situation eingehen und darauf, was wird denn eigentlich bei uns in der Bundesrepublik und in der Europäischen Union, wie geht es denn jetzt weiter? Sie alle oder viele von Ihnen werden sicherlich gelesen haben, es stand jetzt eine Zulassungsentscheidung über einen gentechnisch veränderten Mais in Brüssel auf der Tagesordnung. Deutschland hat sich enthalten und auf diese Art und Weise ist die notwendige qualifizierte Mehrheit gegen den Zulassungsantrag der Kommission nicht zustande gekommen, sodass die Kommission, übrigens wie ich zu ihrer Verteidigung sagen muss, wirklich entsprechend der Rechtslage jetzt diesen Mais zum Anbau zulassen muss. Wenn Sie sich mal angucken, wie dort Abstimmungsverhalten gelaufen ist, dann haben Sie außer England, wo es praktisch sowieso noch nie eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze angebaut wurde, und Spanien, bei denen tatsächlich Genmais angebaut wird auf größeren Flächen, haben Sie nur Länder, die zugestimmt haben, in denen überhaupt gar kein Maisanbau stattfindet. Da fragen Sie sich natürlich, ja toll, dann stimmen Schweden zu, Finnland und Estland, bei denen gibt es keinen Maisanbau aus rein klimatischen Gründen. Ja, die stimmen zu und auf diese Art und Weise kriegt die EU-Kommission freie Hand für ihre Entscheidung. Die Enthaltung von Deutschland ist ganz klar zustande gekommen aufgrund des Engagements der Bundeskanzlerin. Das ist auch in der Presse nur sehr verhalten mal angedeutet worden. Da hieß es immer so kryptisch, wie auch der Regierungssprecher gesagt hat, naja, die Bundesregierung hatte keine einheitliche Haltung und dann muss man sich enthalten. So, das klingt immer so, im Winter ist es nun mal kalt und da kann man nun mal nichts gering machen. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich die Bundeskanzlerin in Person, die sich ganz massiv dafür eingesetzt hat. Das hatte sich schon angedeutet bei den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag, wo wir ja die Formulierung, klare Formulierungen, die sich von der Gentechnik distanzieren, ausgehandelt hatten. Und erst beim letzten Spitzengespräch der drei Parteivorsitzenden ist dann praktisch dieses Wischiwaschi rausgekommen, was jetzt in der Koalitionsvereinbarung drinsteht. Wir erkennen da irgendwie so einen Satz, wir erkennen an oder wir
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die große Mehrheit nichts von Gentechnik hält. Und ansonsten hat man, glaube ich, noch irgendwie einen Satz, dass man irgendwas anstrebt, was so ein bisschen ist, wie dass Weihnachten und Ostern auf einen Tag fällt. Also das ist ganz klar, die Bundeskanzlerin hat sich für diese Technologie eingesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme an, sie glaubt das auch, denn man muss sehen, CSU und SPD haben eindeutig die Position bezogen gegen die Gentechnik. Also das heißt, damit die Bundeskanzlerin das so abgeändert hat, wird sie wahrscheinlich an anderer Stelle irgendwelche Zugeständnisse gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich ahne zwar einige Dinge, aber das wird sich auch irgendwann noch mal rausstellen. Aber das ist eine ganz klare Positionierung der Bundeskanzlerin. Und dann gab es ja jetzt diese Diskussion, Deutschland könnte ja eine Ausnahmerolle spielen. Man könnte diesen Mais ja wieder verbieten aufgrund einer speziellen Klausel im EU-Recht. Oder man könnte ja regional das machen. Das ist natürlich nach meiner Einschätzung reine Augenwischerei. Man kann vieles machen, natürlich. Man kann den auch wieder verbieten. Man kann den, wie wir das damals beim MON 810 gemacht haben im Jahre 2009. Man kann auch für ein regionales Verbot sein. Dann müsste man aber beispielsweise die Blockade der Bundesrepublik in Brüssel aufheben. Es liegt in Brüssel ein Gesetzentwurf auf dem Tisch seit 4 Jahren, wo drin steht, die Mitgliedstaaten können auf ihrem Gebiet oder auf Teilen ihres nationalen Gebietes den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verbieten. Punkt. Ohne dass großartige wissenschaftliche Nachweise für die Schädlichkeit geführt werden müssen. Das steht da drin. Es gibt auch eine Mehrheit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die das gerne hätten. Das scheitert schlicht und ergreifend am persönlichen Einspruch der Bundeskanzlerin. So, wenn jetzt der seit gestern ehemalige Landwirtschaftsminister da etwas erzählt, na ja, und wir werden ja aber dann diese nationale Sonderregelung bekommen oder so, das ist Augenwischerei. Dafür solche Sachen brauchen Sie die entsprechenden politischen Mehrheiten und die entsprechende politische Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. Und mit dieser Bundeskanzlerin werden Sie die nicht bekommen. Sehe ich jedenfalls nicht. Auch nicht mit der Unterstützung der CSU und der SPD. Offenbar sind beide nicht stark genug, um sich gegen die Befürwortung der Kanzlerin für die grüne Gentechnik durchsetzen zu können. Wobei man weiß natürlich auch nicht, wie stark jetzt die beiden anderen Parteien oder was die anderen Parteien bereit sind, für die Gentechnikfreiheit auch gegebenenfalls zu bezahlen. Bei der SPD hat es ja auch eine Weile gedauert, bis die Parteiposition sich tatsächlich klar herausgestellt hat, gegen die Gentechnik zu sein. Gerd Schröder beispielsweise hat das noch völlig anders gesehen. Hat aber damals den Grünen gesagt, okay, ihr kriegt die grüne Gentechnik, ich möchte dafür, lassen wir das. Also er hat dafür was anderes gekriegt. Andere Parteien, tja, CSU, muss man sagen, denen gelingt da also ein geradezu bemerkenswerter Spagat. Die Landes-CDU in Bayern ist erklärte Gentechnik-Gegnerin, die überholen die grüne Partei dort auf dem Grünstreifen. Aber die CSU-Landesgruppe im Bundestag ist immer die Speerspitze der Gentechnik gewesen. Die hatten der gentechnikpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, ein Abgeordneter Lehmer aus dem Münchner Umland, war viele Jahre bei BASF beschäftigt und hatte nach wie vor einen Beratervertrag. Und den hat diese CSU über 2 oder 3 Legislaturperioden nach Berlin oder Bonn und Berlin geschickt. Also wie die das hinkriegen, auf Bundesebene dafür und auf Landesebene dagegen zu sein, das ist in der Tat bemerkenswert. So, die andere eigentlich gentechnikfreundliche Partei, das ist die FDP. Über die brauchen wir jetzt nicht mehr so laut zu reden. Das wird sich möglicherweise auch mal wieder ändern. Und ansonsten haben wir natürlich die Grünen, für die ist das die Gentechnikfeindschaft oder Ablehnung eines ihrer, ja, ich würde sagen, fast der Gründungsgedanke.
den sie damals halt wirklich ganz massiv hochgehoben haben, nachdem sich mit dem ersten Atomkonsens das Kernenergiethema, was ihr Spitzenthema war, erledigt hatte. Gut, dann sind sie dort auf das Gentechnikthema gestoßen und haben das sehr, sehr offensiv und aber auch sehr effektiv, muss man sagen, weiterverfolgt. Allerdings muss man auch sagen, was sich dann als Landwirtschaftsminister Herr Seehofer dort in der Richtung getraut hat, auch als Entscheidung gegen die Gentechnik zu fällen, das hätte sich Frau Künast wahrscheinlich nicht getraut oder sie hat es sich nicht getraut. Aber wie gesagt, aus all dem schließe ich, dass tatsächlich die Bundeskanzlerin sich da massiv für die Interessen der Gentechnikindustrie eingesetzt hat. Und deshalb bin ich, was das angeht, eher ein bisschen skeptisch für die Zukunft. Noch ein Wort wollte ich zur Einführung für den Kollegen Bablock, der später noch mal auf die ganze Bienenproblematik und Gentechnik detaillierter eingehen wird. Noch mal kurz ein Wort zur Historie. Das europäische Gentechnikrecht kennt keine Biene. Da passt das einfach nicht rein, weil, ja, was ist eine Biene? Oder ne, ist zwar ein Organismus, ein Tier, aber was ist Honig? Ist denn Honig nur ein tierisches Produkt oder nicht? Wenn es ein tierisches Produkt ist, dann ist es rausgenommen, dann braucht es nicht gekennzeichnet zu werden. Wenn es tierisches Produkt wäre, dann wie gesagt raus. Aber tierische Produkte sind nur deshalb aus dem europäischen Gentechnikrecht rausgenommen, weil sie, so heißt das immer so schön, verstoffwechselt worden sind. Also da mit den Genen nicht mehr gefährlich ist. Ist aber beim Honig nicht. Also der Honig passte von Anfang an nie in das europäische Gentechnikrecht rein. Haben sich alle irgendwas in die Tasche gelogen und haben drüber geguckt und weggeguckt und gesagt, naja, gut, dann gilt das eben alles irgendwie nicht für die Imker. Die sollen alle zufrieden sein und Ruhe halten oder so. Haben dann aber doch keine Ruhe gehalten. Der kommt nachher, der da nicht Ruhe gehalten hat. Und haben gesagt, das ist zwar alles ganz toll, wenn das alles nicht für uns gilt, aber was bedeutet denn das? Das bedeutet natürlich, dass bei uns ruhig gentechnisch veränderte Konstrukte im Honig sein können, aber keiner sieht's und keiner will's wissen und alle gucken weg. Das kann's ja wohl nicht sein. So, und dann kam die Story, die Ihnen der Herr Bablock gleich erzählen wird. Und ich wollte an dieser Stelle, weil die Zeit jetzt, glaube ich, abgelaufen ist, ist richtig, reicht, ne? Ich glaube, wie viel hatten wir gesagt? Ja, jetzt reicht. Ich mache mal Schluss. Wir können vielleicht noch, wenn unmittelbar dazu noch, wir haben noch fünf Minuten, also wenn unmittelbar Fragen sind, bin ich gerne bereit, sofort auch Stellung zu nehmen. Stelle das anheim, gerne. Vielen Dank, Herr Dr. Köhler. Was wir einfach im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass er viele Wahrheiten so ganz dezent en passant einfach auf den Punkt bringt, wenn man sich sozusagen vor Augen führt, welche Position er vertreten hat. Als Leiter der zuständigen Bundesbehörde, dann weiß man, wie das hier hinter den Kulissen aussieht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch wenn von den politischen Parteien aktuell nur die Grünen da sind, soweit ich Herrn Jungklaus gerade abschätzen kann, möchte ich ihn hiermit nochmal begrüßen. Er hat ja sozusagen gerade schon ein Lob für die Haltung seiner Partei bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich das Mandat auch Herrn Dr. Lehmann mitgeben, bei Pro Agro dafür Werbung zu machen, dass Brandenburg auch bitte weiterhin gentechnikfrei bleibt und dass er als Vorteil nutzt und sich da nicht weiterkommt. Feuer frei, die Fragen an jemanden, den Sie so schnell nicht wieder befragen könnten. Ja, ich hätte mal eine Frage, und zwar sehen Sie... Können Sie sich kurz vorstellen, dass man weiß, wer Sie sind? Ja, ich bin Jungimkerin aus dem Barnim und ich hätte mal die Frage, ob Sie einen Zusammenhang sehen zwischen dem EU-Beschluss und dem vorstehenden Freihandelsabkommen. Den unmittelbaren Zusammenhang sehe ich nicht. Die Kommission ist ja verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof. Diese Entscheidung über den Mais jetzt bis zum heute lief, glaube ich, die vom Europäischen Gerichtshof gesetzte Frist aus.
die Kommission von sich aus weiß auch, wie peinlich diese Gentechnik-Themen sind. Die haben die Akte schlicht und ergreifend liegen gelassen. So, und dann hatte Dow Chemical Pioneer geklagt und haben gesagt, so geht's ja nun nicht, ihr müsst jetzt mal entscheiden. Und dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, jetzt entscheide. Der Europäische Gerichtshof hat allerdings nicht gesagt, jetzt lass zu. So, sondern das kam nun, weil die EFSA schon vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, wir sehen nicht, dass da, oder sag mal so, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es da eine Gefährdung gibt. So heißt im Übrigen immer die Formulierung. Freihandelsabkommen ist eine ganz andere Nummer, wo ich jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang sehe. Freihandelsabkommen ist eine ganz schwierige Geschichte. Es ist nicht umsonst, dass die das alles hinter verschlossenen Türen machen. Irgendwann mal müssen sie natürlich rauskommen mit irgendeinem Papier und irgendwas. Meine persönliche Einschätzung ist allerdings die, dass die Widerstände in der Europäischen Union dagegen so groß werden, dass es letzten Endes zu nichts führen wird. Das glaube ich. Ich traue nicht unseren Politikern. Ich traue auch nicht der Bundeskanzlerin, die sich zwar zitieren ließ, wir werden darauf achten, dass unsere Verbraucherschutzstandards bei den Chlorhähnchen und bei diesem üblichen Hormonfleisch und bei der Gentechnik nicht angetastet werden. Hat die Bundeskanzlerin sich wörtlich hat zitieren lassen. Okay, also das haben auch andere gesagt, aber das ist, halte ich jedenfalls, unseren Politikern traue ich da nicht. Ich habe es ja eben geschildert, wie die Situation bei uns ist. Worauf ich beispielsweise deutlich mehr vertraue, ist auf die Franzosen. Es würde ja beispielsweise dann ausgedealt Erleichterung bei Autoexporten gegen Erleichterung bei Agrarimporten. Was haben bitteschön denn die Franzosen davon, wenn erleichterte Agrarimporte für deutsche Autos? Also deshalb vertraue ich da eigentlich auf andere Mitgliedstaaten, die da ganz massiv andere eigene Interessen haben und bei denen die Abwägung zwischen Industrie und Landwirtschaft auch eine andere ist. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Erwartung. Ich hoffe, die Antwort ist zufriedenstellend. Es hat sich noch jemand gemeldet. Ja, mein Name ist Andreas Bergmann. Ich bin Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Frau Tackmann für die Linke im Agrarausschuss. Ich habe das auch lange Zeit verfolgen können. Ich habe eine Frage, und zwar einmal zur Rechtslage mit dem Maisbeschluss. Besteht denn seitens des Bundesrates die Möglichkeit, dort etwas zu machen? Jetzt, Sie haben ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt gesagt, der Beschluss, die Kommission wird das jetzt zulassen, und damit, und weil diese regionalen Verbote noch nicht gehen, haben wir da keine Chance. Also was sind die Konsequenzen? Besteht über den Bundesrat die Möglichkeit, dort was in Bewegung zu setzen? Ich war mal 8 Jahre Bundesrats- und politischer Bundesratsreferent für Niedersachsen. Der Bundesrat kann beschließen, wofür er seine Mehrheit hat. Die Bundesregierung liest sich das durch und nimmt dazu Stellung, indem sie einfach sagt, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber es geht nicht. Also Sie haben recht, das gibt natürlich immer politische Signale. Die haben die gleiche Auswirkung. Ich meine, Sie können ja selbst mit einem Bundestagsbeschluss, selbst wenn der damals, wenn der vor einigen Tagen tatsächlich zustande gekommen wäre, selbst wenn die SPD-Fraktion das gemacht hätte, wofür sie eigentlich steht, nämlich gegen die Gentechnik einzutreten, anstatt sich da hinter der Koalitionsdisziplin zu verstecken, selbst das hätte die Bundesregierung überhaupt nicht gekümmert. Sondern die sagen, wenn wir uns nicht einigen können, dann enthalten wir uns. Punkt um. Schluss aus Ende. Sie können es machen. Es ist ein politisches Signal. Ich glaube auch, dass Frau Tackmann darüber nachdenkt. Ihre Position hat sie ja seit vielen, vielen Jahren, ich habe das ja oftmals erlebt, im Bundestagsausschuss sehr deutlich gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass sie die geändert hat, die Position. Sie hat natürlich die Möglichkeit, da mit einer Bundesratsinitiative rauszugehen. Das wird natürlich immer dann wieder schwierig, wenn es von einer linken Ministerin kommt, dann knötern da wieder andere und so. Aber ich kann Sie eigentlich nur ermuntern, dieses zu tun. Es wird keine Auswirkungen haben, aber es ist natürlich auch ein politisches Signal, was der Bundesrat setzen kann und finde ich auch setzen sollte.
Insofern sollten wir das Thema nochmal aufgreifen in der Abschlussdiskussion. Mit welchem Statement gehen wir aus der Gesamtveranstaltung raus? Und da könnte das ein ganz klarer Auftrag in diese Richtung sein. Ralf Behring, du musst nur aus deiner eigenen Information heraus sprechen, das Mikro ist leider hier vorne. Ja, genau. Bei vielen Landwirten oder Menschen. Wenn Sie jetzt so richtig verstanden haben, stehen die Chancen besonders gut. Also der Bundestag, die Kanzlerin ist für Genmais, der Bundesrat kann auch wenig machen. Hat das Land Brandenburg in der jetzigen Konstellation ja eher kritisch gegenüber dem Genmais die Möglichkeit, über ein paar Tricks, Abstandsregelungen, faktisch den Genmais doch auflaufen zu lassen? Gibt es da Möglichkeiten? Es gibt Möglichkeiten, über die man vielleicht nicht allzu laut sprechen kann. Ich denke, es gibt beispielsweise Bundesländer, Brandenburg gehört ja auch dazu, indem sie über die Koexistenzregeln und über den Naturschutz arbeiten. Sie haben ja beispielsweise in Brandenburg, soweit ich mich erinnere, schon die Regelung, dass Sie sagen, in Naturschutzgebieten gar nicht, oder dann brauchen Sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die nachweisen muss, dass ein Gentechnikanbau in und in der Nähe von Naturschutzgebieten den Zielen dieses Naturschutzgebiets nicht entgegenläuft. Dann müssen Sie natürlich genau gucken, um welche Pflanze geht es hier. Hier haben wir dann den Maiszünster, also das PT-Gift. Da können Sie schon Wege finden. Das heißt, dann ist es zwar nicht verboten, aber Sie müssen eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen. Der Landwirt muss diese Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen. Das bedeutet einen nicht unerheblichen Kostenaufwand und einen sehr nicht unerheblichen Zeitaufwand, wo man als Prüfungsbehörde auch mal wieder nochmal prüfen kann und nochmal Anforderungen stellen kann. Also es gibt da so ein paar Tricks. Ich glaube allerdings, Ihr Landwirtschaftsministerium, die zuständigen Leute in Brandenburg, in dem Ministerium, kennen das auch und sind da, soweit ich mich jedenfalls erinnere, auch unter anderen politischen Vorzeichen durchaus in der Lage und willens, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Aber dass wir zu einer klaren Rechtslage kommen, zu sagen, nein, in Land Brandenburg nicht, generell nicht, da sehe ich keine rechtlichen Möglichkeiten, sondern wie gesagt nur die Wege über Koexistenz und Naturschutz. Also Mittelmethoden wären da, sie müssten nur politisch gewollt sein. Ich würde jetzt noch eine abschließende Frage zulassen. Und das dann abwürgen, um zum nächsten Thema zu kommen. Gunnar Demuth, Agraringenieur. Eine abschließende Frage. Gibt es denn jetzt einen Zeithorizont, wann dieser wahrscheinlich neu zugelassene Mais bei den Genossen, sprich bei Raiffeisen oder bei der BayWa oder wo auch immer, kommerziell den Landwirten zur Verfügung gestellt wird? Wann ist der tatsächlich im Handel? Wann kann er angebaut werden? Soweit ich weiß, für dieses Jahr nicht mehr, weil es auch gar keine zugelassenen, also keine geprüften Sorten gibt. Also das hängt jetzt an der Sortenkiste dran. Im nächsten Jahr könnte das so sein. Ich weiß es jetzt nicht, wie weit Pioneer tatsächlich mit der Sortenentwicklung ist. Und dann, da brauchen Sie ja auch für Deutschland verschiedene Sorten. Für Brandenburg natürlich andere als für Bayern und so. Ich nehme allerdings an, im nächsten Jahr könnte das der Fall sein. Und dann liegt es natürlich in der Entscheidung der Landwirte, ob sie davon Gebrauch machen oder nicht. Wobei eben jeder Landwirt erstens weiß, er muss seine 150 Meter Abstand halten zum Nachbarn. Er hat das Risiko, dass tatsächlich mal was auskreuzt. Also wir haben diese Tests ja vor vielen Jahren gemacht und haben festgestellt, naja, in dem einen Jahr reichen eigentlich 25 Meter Abstand und im nächsten Jahr waren es plötzlich 120 Meter Abstand. Also wenn zur falschen Zeit der Wind schlecht weht, haben Sie schon ein Auskreuzungsrisiko. Und das ist auch der Grund, weshalb der Deutsche Bauernverband, der ansonsten gentechnikkritischer Umtriebe überhaupt nicht verdächtig ist, sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, also lasst besser die Finger davon. So, und
Das muss man eigentlich auch den Landwirten immer wieder sagen. Also erstens macht ihr euch bei euren Nachbarn nicht beliebt und sagen wir, auch der soziale Druck spielt natürlich eine Rolle und das liegt letzten Endes an Ihnen allen. Klar, die Gentechnikindustrie wird auf einzelne Landwirte zukommen, die wird denen sagen, Kinder, ihr kriegt das Saatgut umsonst und wenn ihr Schwierigkeiten habt, ihr habt unsere Anwälte, die helfen euch dann und so, das kennen wir ja alles. Da muss man halt gucken, ob man sich darauf einlässt oder nicht. Aber das ist so die allgemeine Stimmung. In Bayern geht das vielleicht leichter als hier. Da trifft man sich am Stammtisch und dann sagt einer, was, du willst Gentechnik machen? Ist denn deine Scheune eigentlich feuersicher? Und die machen das etwas, gut, das ist eine andere Struktur als hier, aber ich will hier keinem dazu, nicht aufrufen. Aber vielleicht ist damit Ihre Frage beantwortet. Ab nächsten Jahr rechne ich damit, dass zumindest auf dem Markt kommt. Ob es nachher tatsächlich im Handel sein wird, das liegt ein bisschen auch an der Politik von Pioneer. Ob die sagen, in Deutschland lohnt es sich gar nicht, warum sollen wir das denn eigentlich hier anbieten, wenn es eh keiner macht? Ne? Also. Vielen Dank, Herr